Vergangenen Freitag. Christoph Hömken auf dem Weg in den Supermarkt. Die Schwierigkeit ist, erstmal hier reinzukommen. Manch andere auch, das kommt doch nicht, weil das Lenkrad ist da. Ich sag jetzt mal, im Weg. Hier passe ich, ich sag mal, wenn ich die Tür zuhaue, passt mein Hintern genau dazwischen. Tut auch nichts weh. Wenn der 38-Jährige mit dem Auto unterwegs ist, muss er einiges beachten. Ich sag normal, will ich jetzt da hinten parken, damit ich genug Platz habe zum zum Aussteigen. Deswegen suche ich mir jetzt irgendwo einen Platz, wo ich ziemlich viel Platz habe und ich definitiv weiß, dass da kein Auto neben mir fährt. Christoph Hömken wiegt 270 Kilogramm. Aktuell versucht er, auf seine Ernährung zu achten. Was haben Sie jetzt eingekauft? Von allem was, ne? Was ist so dabei? Hier Popreis, sag ich mal, ne? Mit Schokolade drauf. Das, wenn man mal einen Heißhunger kriegt, sowas. Dann Champignons esse ich gerne. Die füllen auch den Magen. Das ist ein Eis. Und ich habe extra Kids-Eis, die Kids-Box, dass man dann nicht sofort ein großes nimmt oder zwei große, sondern halt ein paar kleine nimmt, ne? Seit Jahren leidet der Landwirt an einer Esssucht. Ein Grund für seine Fettleibigkeit. Wie der Junkie sich den Stoff holt, damit er in seiner Welt ist, oder der Alkoholiker in seiner Welt ist, hole ich mir, ich sag mal, meine Süßigkeiten, hau mir die rein und für einen kurzen Moment ist das, sag ich mal, toll. Und dann liege ich da, der Bauch drückt, sag ungefähr, ne? Haben wir wieder schlechtes Gewissen, ja. Christoph Hömken lebt allein. Eine Freundin hatte er noch nie. Er hat sein Haus seinem Extremgewicht angepasst. Ich schlafe im Moment da, weil das Bett stabiler ist. Ne? Und ich habe hier noch ein großes Boxspringbett. Bloß das ist, ich sag mal, die Matratze, die gibt zu viel nach. Dann habe ich hier noch meine Waage. Die Waage geht bis 300 Kilo. Was ist das für eine Waage? Das ist eine Paketwaage. Ne? Ich hatte eine normale, die geht bis 250. Muss man nicht da draufstellen, steht der Error drauf. Direkt hier neben dem Schlafzimmer habe ich das Badezimmer bauen lassen. Oder wir gebaut. Und ja, das ist auch behindertengerecht. Hier mit einer großen, breiten, begehbaren Dusche. Dann hier eine vernünftige Toilette, die ich selber eingebaut habe, dass die auch vernünftig hält. So Gedanken, die sich der Dicke macht, sag ich mal. Ne? Christoph Hömken wächst mit seinen Zwillingsschwestern bei seinen Eltern im niedersächsischen Fries auf. Er sei ein glückliches Kind gewesen, nur etwas übergewichtig. Gegessen habe ich immer gerne. Ne? Als kleiner Junge, sag ich mal, gut, ich bin zu den Nachbarn gewesen. Ich habe da mitgefrühstückt. Ne? Ich wusste genau, wann wo Frühstück gab. Ich kriegte auch immer mein Butterbrot damit bei. Ich war etwas pummeliger, ne? Das mit Sicherheit. Mit 16 wiegt er 100 Kilogramm. Er macht seinen Realschulabschluss und eine Ausbildung zum Landwirt. Mit 22 ist er 180 Kilogramm schwer. Als er 230 wiegt, verliebt er sich. Ich habe mir gedacht, wie ich jetzt aussehe, hat man da keine Chance bei der Frau. Deswegen bin ich angefangen oder habe ich gedacht, muss da was runter. Innerhalb von 2 Jahren verliert er durch Sport und gesündere Ernährung 120 Kilogramm. Obwohl es mit seinem Schwarm nichts wird, ist er glücklich. Fotos aus dieser Zeit hängen in seinem Haus. Damit ich daran erinnert werde, wie schön es mal war, als ich 110 Kilo wog und nicht mehr das Gewicht habe wie jetzt, sag ich mal, dass man dünner war, dass man das Leben einfach leichter war. Ne? Als Christoph Hömken danach wieder extrem zunimmt, sorgt sich auch seine Mutter. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht und ich wurde auch von den Leuten bombardiert. Kannst du da nicht für sorgen? Und ich war echt fertig. Ich konnte das nicht steuern. Hier haben wir normal gegessen. Aber das, was er nebenbei denn gegessen hat, das ist sein Problem. Ein Tiefpunkt. 2011 investiert er in eine Fischzuchtanlage. Er nimmt dafür einen Kredit über 500.000 Euro auf.
Doch das Projekt scheitert nach 3 Jahren. Ich gehe davon aus, dass ich da in eine Art Depression gefallen bin und das Essen mein Ausgleich, sag ich mal, ne? Die Süßigkeiten, dass man sich wieder die Tüte Chips und die Haribos da reingezogen hat und das dann halt sich richtig wie eine Sucht aufgebaut hat, ne? Anneliese Hömken macht sich auch heute noch Sorgen um ihren Sohn. Angst habe ich um ihn. Also ich würde alles dafür geben, wenn er normalen Körper wieder hätte, normal leben könnte. Ein normales Leben führen. Für Christoph Hömken jeden Tag eine Herausforderung. Sein Job als Landwirt im Familienbetrieb kräftezehrend. Also wenn ich hier Wochenende Vater und Mutter frei haben und ich mache das hier alleine, bin ich ungefähr 3 bis 3,5 bis 4 Stunden bin ich dann hier. Ne? Dann fahre ich meistens 1 Uhr hier hin und bin dann um 5 Uhr meistens dann wieder zu Hause. Ne? Also dann bin ich schon nämlich Error. Ne? Dann freue ich mich, wenn das Sofa da ist und ich mal mich eine halbe Stunde hinsetzen kann. Dann bin ich geschlaucht, sag ich mal. Ne? Das ist auch so. Christoph Hömkens Lebenssituation beschäftigt auch seine Schwester Sabrina. Ich glaube, dass er im Moment sehr verzweifelt ist. Also er versucht rauszukommen, aber er schafft es einfach nicht. Also ich habe das Gefühl, dass er in den letzten Jahren so nach Hilfe geschrien hat. Er möchte gerne abnehmen. Ist ja genau das, was sie sagt. Ne? Man muss was tun, man weiß nie. Das Herz arbeitet für 2. Ne? Die Frage ist, wie lange schlägt sowas? Ne? Heute hat er einen Termin im Adipositas-Zentrum Nordwest. Chefarzt Dr. Ralf Weise kümmert sich täglich um Patienten mit starkem Übergewicht. Sie haben mit Ihrem Gewicht ein BMI von 81,5 Kilogramm pro Quadratmeter. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Das ist ein kritischer Gesundheitszustand. Also es kann jederzeit kurz was passieren, dass also das Herz aussetzt oder ein Herzinfarkt oder eben eine Embolie passiert. Um sein Gewicht massiv zu reduzieren, kann dem 38-Jährigen laut Dr. Weise auch eine Magenverkleinerung helfen. Es ist eine Option zu operieren, allerdings würden wir immer versuchen, erst das Gewicht etwas zu reduzieren, weil das Risiko einer Operation einfach zu groß ist. Eine Operation wäre für Christoph Hömken die letzte Option. Entschieden hat er sich noch nicht. Irgendwann muss was passieren. Ne? Die Bedenken sind halt letztendlich, wache ich wieder auf? Was passiert, wenn ich wieder Fresssachen kriege? Sabine Stilger aus Rösrath hat den Schritt gewagt und sich vor einem Jahr einer Magenverkleinerungs-OP unterzogen. Jetzt lebe ich das Leben und ich liebe das Leben. Ich liebe mein Leben. Unfassbar, dass ich nicht mehr nur noch vor mich hin vegetiere, sondern ich liebe mein Leben und freue mich da jeden Tag drauf. 2010 treffen wir Sabine Stilger zum ersten Mal. Schon ein Spaziergang bringt die damals 44-Jährige an ihre körperlichen Grenzen. Wie wird man so dick? In dem irgendwann alles egal ist. Damals wiegt Sabine Stilger rund 190 Kilogramm. Ein Leben mit Extremgewicht. Mit 33 wog sie das erste Mal über 100 Kilo. Sie probierte Dutzende Diäten. Oft wog sie nach der Diät mehr als vorher. Ihr Problem damals? Ihre Essattacken. Also es sind dann, der Einkauf schafft es nicht bis nach Hause. Er ist im Auto schon verputzt. Das ist so, dass die Sahne trinken, dass die Butter essen. Also all das kenne ich durchaus. Mir fällt da immer ein Satz von meiner Mutter ein, die immer sagt, nur die Dicken fressen. Und dann denke ich immer, ja, irgendwo hat sie ja recht. Jahrelang hat sie mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Als sie die 250 Kilo erreicht, landet sie im Krankenhaus. Ich hatte ja so hohe Wasseransammlungen im Körper. Ich habe mich selber eingewiesen. Ich wollte leben. Ich habe 6 Nächte auf einem Stuhl verbracht, schlafend, weil ich mich nicht mehr getraut habe, mich ins Bett zu legen, weil ich gedacht habe, ich wache nicht mehr auf. In der Klinik verliert sie zunächst an Gewicht und entscheidet dann, sich einer Magenverkleinerungs-OP zu unterziehen. Ein Jahr ist die Operation nun her. Aufgrund einer Fußverletzung fällt ihr das Laufen momentan schwer. Doch die Magenverkleinerung zeigt ihre Wirkung. Also ich kann maximal 150 Milliliter essen. Und dann geht gar nichts mehr. Sabine Stilger fühlt sich wieder wohl in ihrem Körper und hat schon rund 120 Kilogramm abgenommen.
Heute ist sie nach 2 Jahren das erste Mal wieder beim Friseur. Ich habe das Gefühl, hier sitzt gerade eine normale Frau. Und ich bin ja noch nicht normal. Ich habe das ja eben beim Treppensteigen gemerkt. Aber hier habe ich jetzt gerade das Gefühl, hier sitzt jemand Normales. Ach Gott, das ist doch schön. Auch Christoph Hömken möchte sich wohlfühlen in seinem Körper. Neben Sport soll jetzt ein Medikament beim Abnehmen helfen. Ich spritze mir jetzt jede Woche Mittwoch und ich merke auch, dass es, ich meine, dass es besser wird. Es ist auch etwas, sagen wir, die letzte Woche ist etwas gefallen, das Gewicht. Also ich bin guter Dinge, sage ich mal, dass wir damit starten können. Ein erster Schritt in ein leichteres Leben? Mein ideales Leben wäre, wenn ich jetzt 130 Kilo wiegen würde, ich gesund bin, dass man eventuell eine Frau findet, eine Familie gründet und in Ruhe normal leben kann.